Im Rahmen unserer Feldversuche beschäftigen wir uns heute mit dem Hydrauliköl-Filter. Der Hydrauliköl-Filter ist bei unseren Jaguaren im Heck verbaut, und zwar an dieser Stelle. Der Hydrauliköl-Filter hat eine sehr wichtige Funktion. Er schützt nämlich das komplette Hydrauliksystem, insbesondere die teuren Ventilblöcke, den teuren Fahrantrieb vor übermäßiger Verschmutzung. Sprich, das Hydrauliköl soll nicht stark kontaminiert werden. Den Versuchsaufbau wird Herr Thomsen nochmal an der Versuchsmaschine erklären. Also hier geht es im Grunde um den Druckfilter im Hydrauliksystem und da wollten wir einfach mal überprüfen die Filterleistung. So, dazu haben wir installiert zwei sogenannte Partikelzähler, die über einen Bypass den Ölstrom analysieren und gucken, wie viele Partikel kommen an vor dem Filter. Wie viele Partikel bleiben im Filter hängen, wie viele kommen dann nach dem Filter wieder raus. Differenz ist im Grunde dann ein Qualitätskriterium für das Filterelement. Herr Thomsen, wie waren denn die Ergebnisse in unserem Feldversuch? Ja, die Ergebnisse kann man von zwei Seiten beleuchten. Die erste Geschichte ist natürlich jetzt unsere Online-Messung. Differenz aus den Partikelzählern sprechen dafür, dass das Niveau in der Maschine mit dem Urinalfilter deutlich geringer ist. Man muss dazu sagen, das Öl ist ja 50, 60 Liter permanent im Umlauf und deswegen kann man hier an der Stelle sagen, wie hoch ist das Partikelniveau nach dem Filter. So, und das spricht im Grunde für den Originalfilter. Diese Ergebnisse, die wir hier online gemessen haben, sind dann anschließend vom Labor dann so bestätigt worden und deswegen im Grunde das Ergebnis von zwei Seiten. Was aber für mich noch viel, viel wichtiger ist, worüber man mal nachdenken soll. Wir sprechen hier über eine Preisdifferenz von 20 Euro, was so ein Nachbaufilter dann in der Beschaffung günstiger ist. Und wenn ich das ins Verhältnis setze zu den Komponenten, die geschützt werden sollen, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, hier auf Nachbauprodukte zu setzen.